Willkommen zurück, World of Warcraft. Wir sind jetzt in Sturmwind angekommen. Die, die erst jetzt eingeschaltet haben, ich habe bewusst einen neuen Charakter begonnen, obschon ich ja einige Hunderte am Start hätte, denn ich hatte eine wirklich lange, lange WoW-Pause. Und deswegen möchte ich jetzt mal bei Null beginnen, mal gucken, auch in Instanzen, was sich da jetzt alles getan hat. Und ich habe mir jetzt da schon ein bisschen Startkapital zugeschickt. Es hat sich ja wahnsinnig viel verändert, seit ich das letzte Mal da aktiv gezockt hatte. Ob ich sie wirklich bis ganz nach oben zocken werde, also sprich Stufe 110, weiß ich noch nicht. Das kommt es darauf an, wie ich damit klarkomme. Es soll auch ganz ein neues Skillsystem geben. Die Charakter sollen sich verändert haben und. Deswegen habe ich noch ein bisschen Respekt davor, gleich mit dem Teufelsjäger zu starten. Werden wir natürlich machen, da bin ich wahnsinnig neugierig drauf. Aber ich möchte jetzt eigentlich so ein bisschen wieder den Einstieg finden in das Spiel. Und dann schauen wir weiter, wie weit wir mit ihr kommen. Denn ich habe eigentlich, glaube ich, 200 oder 300er Jäger. Aber nee, wir gucken uns alles Neue an. Und wie ich schon beim ersten Let's Play gesagt habe, ich bin wirklich froh für Kommentare. Oder für Hilfe oder wer mitspielen will, der mir da wieder ein bisschen den Einstieg erleichtern könnte. Ich hatte das letzte Mal schon gefragt, ich weiß nicht, weil ich vorproduziere, also nicht übel nehmen, falls schon jemand geantwortet hätte. Oben hier, das seht ihr, Artefaktmacht, kenne ich nicht, kein Plan, was das ist, für was das ist. Da bin ich natürlich dankbar, wenn mir das jemand vielleicht sagen könnte. Ja, wir sind jedenfalls jetzt in Sturmwind. Gelernt haben wir das Kochen erstmal. Und ich werde jetzt hier, nein, ich glaube, ein Ruhestein liegt nicht hier. Ich brauche jetzt erstmal Taschen, damit wir da nicht immer ein Hin und Her haben. Da scheint auch noch nicht viel verändert zu sein. Wie hießen die? Nähtaschen. Ich denke, die reichen. Ups. Bitte? Ja. Die kaufen wir. 4 Stück, ne? 2 und 3 und noch ein 4. So. Gut. Holen wir die noch kurz ab. Ja, lange, lange her. Ist unglaublich. Alle öffnen. Sollten wir das gleich so reinpacken können. Das ist Bill. So. Ah, jetzt geht's. Wo sind denn die jetzt hin? Was? Wo sind die jetzt? Habe ich die jetzt gelöscht? Hallo? Wo sind die jetzt hin? Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Habe ich die jetzt hingeschmissen? Oh Mann. So gut zeichne ich auf. Kann ich dann nachher schauen, was ich wieder für Müll gemacht habe. Ja, wir brauchen das jetzt halt. Ach, ist ja egal. Wir brauchen das halt nochmal. Oh Mensch. Noch 3 Stück. Ich glaub's nicht. So ein Scheiß. Das ist echt blöd. Ja, ich merke das. Ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Unglaublich. so. Nochmal gucken. Hey, aber Leute, wo ist das hin? Oder zeigt das... Ach, so scheiße. Ich hatte früher immer einen Addon, der mir eigentlich alle Taschen öffnet. Jetzt scheint das gar nicht... Das funktioniert scheinbar nicht mehr. Wie... Also wenn das jemand weiß, irgendeines, das war dann komplett die ganze Tasche, die ich da gesehen habe. Oder mache ich jetzt was... Nee, das ist doch alles. Jetzt hat es mir dann eben... Ah, wenn ich das anklicke, sehe ich dann nur... Ach so, ich kann... Ja, ja, auch ich werde es irgendwann raffen. Kann ich die austauschen hier? Das kann ich nicht dahin tun. Jetzt zeig mir, welche... Oh Mensch, Leute, unglaublich. Das kann ich nicht dahin tun.
Plan. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ach so, die zwei sind noch da drin. Soll ich das so rausnehmen? Stimmt das? Und dann kann ich die wegmachen. Ja, genau. So, jetzt. Okay, jetzt sind die alle markiert. Ja. Ach ja, wie schön, dass wir hier sind. Gut, weiter geht's. Wir gehen jetzt nach Goldhain und werden da gleich weiter questen, damit wir so schnell wie möglich Stufe 15 erreichen, um dann die Instanzen laufen zu können. Dann geht das Level dann auch ein wenig schneller voran. Obschon, ich möchte gerne die Gebiete noch ein wenig erkunden. Ich werde nicht zu Ende questen oder so, das ist mir auch zu blöd. Aber ich möchte mal gucken, ob sich da was verändert hat. Seid vorsichtig. So, jetzt muss ich mal gucken, Aspekt des Gepans. Kann ich mal runterschieben. Jetzt haben wir hier alles Tier wiederbeleben. Schattenmimik habe ich zweimal drin, sehe ich gerade. Tier rufen lasse ich mal hier. Chopper brauchen wir noch. Und dann darf ich nicht vergessen, den Ruhestein in Goldhain noch zu legen erstmal. Ich nehme den immer mit, so nach und nach. Ich denke, hier wird sich nicht viel geändert haben. Wie ich schon das erste Mal gesagt habe, ich bin eigentlich auf einem niedrigen Server. Das heißt, es sind eigentlich gar nicht so viele Spieler hier. Aber ich spielte da schon vor Jahren immer. Hallo? Und einige alte Bekannte sind hier nach wie vor noch drauf. Deswegen dachte ich, ach, ich gehe da hin. Eigentlich wollte ich auf Aegwynn. So schön PvP, aber... Lassen wir erstmal. Ach ja, genau. Das Kochen hatten wir gelernt. Das muss ich überlegen. Dann brauchen wir noch... Erste Hilfe möchte ich noch machen. Ich werde dann einfach so weit killen, wie es geht. Ich werde da nicht absichtlich noch farmen gehen, weil ich denke, in der Garnison geht das dann am schnellsten. Aber... Oh, das sieht... Was ist denn das? Das muss ich mal gucken. Das ist hier im Buch, oder? Mensch, ist das lange her. Unglaublich. Jetzt habe ich nämlich gerade was gesehen, was ich noch nie gesehen habe. Fieber behandeln. Das ist auch neu. Kenne ich auch nicht. Feldverbandkasten. Okay, keine Ahnung. Ey. So. Mögen die Reisen sicher sein. Was fehlt uns noch? Ich werde mit ihr natürlich Kirschen anmachen, Lederverarbeitung. Das wird ja wohl noch so sein, hoffe ich. Jetzt. Schönen Tag auch. Und wie gesagt, ich kirschnere, was mir über den Weg läuft. Ich werde nicht farmen gehen, mache ich alles dann in der Garnison. Es geht Ehre viel schneller. Wird hoffentlich auch noch so sein. Oh, wir haben Jahrmarkt. Hallo. Auf dann. So, los geht's hier zum Questen. Wo ist eigentlich mein Tierchen geblieben? Gehen wir mal nach hinten in die Mine. Das sind immer noch, wie ich gerade sehe, dieselben Quests. Oh, geh weg. Kein Bock auf dich. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, die Berufe zu lernen. Vor lauter Quatschen und Umschauen. Aber es macht nichts. Machen wir die Quests kurz, dann geht es ja schon ziemlich fix dann weiter nach Westfall. Immerhin weiß ich noch einigermaßen, wie die Sachen da hießen. Und dann hoffe ich dann, mit der Skillung dann zurechtzukommen mit Stufe 10. Ich möchte nämlich gerne auf Treffsicherheit machen. Wo ist mein Tierchen? Aha. So, du noch. Räumen wir gleich außen erstmal. Ich mag mich doch erinnern, schließe ich hin. Die Spawnrate, wenn hier zwei, drei Spieler drin waren, das war übelst, die Kacke zusammenzubekommen hier. Aber heute sieht es wirklich ganz, ganz gut aus, dass wir da schnell durchkommen und auch schnell wieder zurück können. Weil ich möchte wirklich ganz, ganz zackig auf Stufe 15 kommen und mir die Inis angucken. Falls sich da was verändert haben sollte, weiß ich gar nicht.
Ich habe auch nicht gespoilert, ich habe wirklich nichts. Ich habe da ab und zu mal ein bisschen bei den Kollegen nachgefragt, und wie ist das Spiel, wie ist Legion und ja, und mehr nicht. Das Einzige, was ich einfach weiß, ist, dass wahnsinnig viel so im Skillsystem geändert haben soll, dass die Charaktere ein bisschen anders sind jetzt zu spielen, dass einige Mühe hatten mit den Main-Chars eigentlich wieder oder klarzukommen. Einige haben auch den Main-Char gewechselt. Da bin ich jetzt gespannt, weil ich spiele ja wahnsinnig gerne eigentlich den Jäger seit eh und je. Hexe war auch lange war das für mich ein sehr guter Char zum Zocken. Aber das werde ich jetzt dann erst merken, wenn ich den skillen kann mit Stufe 10 auf Treffsicherheit, wie sich das bewährt, was sich geändert hat, insofern ich mich dann noch erinnern kann. So, brauchen wir noch viel, ne? So. Zurück. Aber hier ist alles beim Alten. Wie vor Jahren noch. Auch schön. Ausgestorben. So. Ihr seid alle fällig. Wir sind eigentlich hier fertig, wenn ich das richtig sehe. Genau, und wir gehen gleich mit dem Stein zurück. Deswegen habe ich dir nämlich einen Goldhain platziert. Ich mag da die ganze Strecke nicht immer wieder laufen. So, da sind wir wieder. Das darf ich nicht vergessen, die beiden Berufe noch zu lernen. Was kann ich für euch tun? Mögen eure Reisen. So, ich mach da weiter. Ich werde auch einige Quests dann überspringen, dass wir eigentlich ziemlich schnell an das Gebiet wechseln können. Was kann ich für euch tun? Ziehe den Ehren. Also nicht erschrecken. Ich mach das eigentlich immer so schnell voran. Schönen Tag auch. Was haben wir hier? So, und jetzt hier sollte. Braucht ihr etwas? Genau, Sammelberufe. Wir möchten gerne das Kirschen anlernen. Und wir nehmen noch die Lederverarbeitung. Wo ist das? Hier, Produktionsberufe, genau. Lederverarbeitung. So. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Das ist schon wieder falsch. Ich ziehe mir das gleich darunter noch. Was brauchen Angeln? Archäologie. Oh, ja, genau, Archäologie, das war auch immer so übelst. Sieht sich. Gut, jetzt gehen wir nämlich, ich glaube schon, ins Holzfällerlager, wenn das mir recht ist. Das Licht segnet. Soll ich hier reiten können, stimmt das? Ja! Ihr seht, also alles vergessen habe ich nicht. Aber es gibt ja scheinbar auch hier Dinge, die sich nie ändern. Wie die Questreihen da. Was ich das letzte Mal noch fragen wollte, also das hatte ich schon gesagt im Let's Play, wieso, dass einige Fragezeichen dann grau wurden und dann wieder gelb und wieder grau und gelb. Das konnte ich nicht ganz einordnen. Ich dachte erst, es sei, weil meine Stufe bereits eigentlich zu hoch ist. Also dass man es einfach noch machen kann, aber dass es theoretisch eigentlich schon nicht mehr so viele Punkte gibt. Aber vielleicht weiß das jemand, kann mir das unten gerne in die Kommis schreiben. Falls es schon im ersten Let's Play beantwortet wurde, ich produziere immer vor einige Folgen, deswegen also nicht denken, oh, die rafft das ja nicht, dann hat man schon geschrieben und die checkt das nicht. Ich mache meistens einige Folgen am selben Tag, die ich dann hochlade und dann die erscheinen ein bisschen verzögert. Deswegen kann das vorkommen, dass das bereits geklärt ist. So, reiten wir rüber. Und ich bin wirklich gespannt, was sich hier unten dann in der Spezialisierung und Talente dann ergibt, wenn wir so weit sind. Jetzt sind wir Level 7. Sind gleich da. Und noch mehr freue ich mich auf die Instanzen. Also ich hoffe, da geht was. Hoffe ich ganz, ganz schwer. Dass wir da nicht eine Ewigkeit warten müssen. Wie das doch oft eigentlich der Fall war. Nehmen wir alles an hier. Und wenn es mir recht ist, sind dann drüben bei den Häusern auch noch einige Quests. Das können wir alles miteinander abschließen. Schwingen wir uns auf dieses Motorrad. Holen wir alles gleich.
So. Und dann kämpfen wir uns durch die Wildnis. Ja, genau, Holzfällerlager. Nicht schlecht. So, ich hole jetzt hier noch die Quests. Werd hier durchquesten und wir sehen uns dann sicher so kurz vor Stufe 10, denke ich mal. Dann schauen wir uns diese Spezialisierungen an. Ich gebe mir Mühe, das fix durchzuziehen hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Gerne alles in die Kommentare. Ich bin froh für jede Hilfe, wenn jemand mitspielen will. Das Angebot gilt nach wie vor. Ich bin da auch begeistert, wenn da jemand mitmachen möchte. Irgendwann später, wenn ich da ein bisschen besser dann klarkomme, werde ich auf jeden Fall den Teufelsjäger anfangen. Und natürlich auch da bin ich gerne für Informationen zu haben. Gut, wir sehen uns morgen bei World of Warcraft. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt oder auch nichts verpassen wollt von meinen Spielfilmen über die Gameplays, wo ich jetzt begonnen habe, lasst doch ein Abo da oder lasst einen Daumen da, damit ich weiß, dass es euch gefällt. Bis dann. Tschüss.